Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Sammelkartencheck. Heute wird nicht geprollt und nicht geprotzt. Heute besprechen wir mal ein kleines Problem, das wohl jeden betrifft, der seine Karten gerne visuell genießt. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal um etwas anderes. Ihr kennt es ja, ich beschwere mich immer wieder darüber. Speziell bei Spell and Traps Card ist es ja heutzutage so, dass die eben jeweiligen Karten, was ihr Artwork betrifft, viel zu überladen sind, die Farbgebung nicht besonders gut ist und man quasi kaum irgendeinen nennenswerten Wiedererkennungswert hat. Und darum möchte ich mich heute mal mit euch kümmern und möchte mir mit euch neue Karten angucken, die eben das Problem auch treffen, von dem ich immer spreche. Ich möchte sie mit alten Spell, also ich habe jetzt hier auch Zauberkarten hauptsächlich rausgesucht. Bei Traps ist das gleiche, aber ich habe jetzt einfach mal hier Zauberkarten genommen diesmal. Und möchte sie eben mit Zauberkarten von also der älteren Generation vergleichen, also von vor 20, 25, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und am Ende möchte ich aber auch nochmal eine zumindest teilweise Lanze für moderne Artworks brechen. Fangen wir also direkt an mit meinem Problem. So, ich habe mir hier drei Karten rausgesucht, die das Problem, das ich hier ansprechen möchte, eigentlich relativ genau auf den Punkt treffen. Die erste Karte ist BEF Zelos, eine Spellcard aus Maximum Crisis, einem an sich eigentlich relativ coolen Set, in dem wirklich viele schöne Ultra- und Super Rares rausgekommen sind. Und von der Printqualität der Holos wollen wir gar nicht mal sprechen. Hashtag Silvering Overall. Und hier sehen wir auch schon direkt, was ich meine. Früher auf Artworks von vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, da war es so, dass die Artworks sehr minimalistisch waren. Es war ein Gegenstand drauf abgebildet. Vielleicht manchmal auch eine Situation mit mehreren Personen, die aber trotzdem noch schlicht designt war. Heutzutage bestehen Spell- und Traps-Card hauptsächlich aus halben Schlachtgemälden, bei denen du möglicherweise etwas drauf erkennen könntest, wenn die 1 auf 1 Meter groß wären, aber nicht auf dieser kleinen Karte. Natürlich, wenn man sich die Karten lang genug anschaut, kann man auch erkennen, was hier irgendwie zu sehen ist. Das ist hier irgendwie so ein Schacht und da oben fliegen irgendwelche Drohnen rein und hier wird geschossen und piff und paff und pum und da fliegt auch noch irgendwas, das ist so ein Schweif hinter sich herzieht. So, aber auf den ersten Blick ist es doch eigentlich nichts, was einen jetzt großartig catcht. Klar, es ist ein sehr aufwendiges Bild. Die Designer waren da bestimmt lange dran gesessen, das muss man auch würdigen, sage ich mal. Aber an und für sich, es ist doch nichts, das hängen bleibt, oder? Da sind wir uns doch einig. Wenn ich jetzt diese Karte hier nehme, ja, und sagen wir mal, ich halte jetzt diese Karte nebenhin aus Magician's Force, Rare Gold Armor. Habe ich wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, egal. Welche Karte bleibt dann wohl eher im Kopf? Ganz recht, die linke. Warum? Weil diese Karte einfach designt ist, sie ist minimalistisch, nicht zu sehr mit Details überladen, vor allem der Hintergrund, sehr, sehr schlicht gehalten, bildet einen guten Kontrast zu dem, was man vorne sieht. Und vorne sieht man halt hier natürlich ein schön verziertes Schwert so und eine Rüstung mit schönem goldenem Schmuck, aber es ist halt nicht überladen. So, es ist halt simpel, man guckt sich's an, man erkennt die Karte. Und wenn man 15 Millionen Karten vor sich hat und man sieht diese Karte, dann sticht die sofort raus. Man sieht, ah, okay, das ist die Karte aus Magician's Force, kenne ich. Bei dem hier ist das vollkommen anders. Das hier ist etwas komplett Überladenes. Es passiert viel zu viel auf dieser Karte. Es bleibt einfach nicht, es ist zu viel, es bleibt nicht im Kopf. So, wenn ich die Karte jetzt später weglege und man zeigt mir jetzt übermorgen einfach nur dieses Artwork ohne den Rest der Karte. Also ich wüsste, dass es irgendwas aus Yu-Gi-Oh! Ist, so, das erkennt man. Aber wie die Karte heißt, ob das jetzt eine Spell oder eine Trap ist, aus welchem Set sie kommt, also das wüsste ich beim besten Willen nicht mehr. Ich wüsste wahrscheinlich nicht mal mehr, dass ich dieses Artwork jemals gesehen habe. Man könnte mir erzählen, das ist eine brandneue Karte, ich würde es wahrscheinlich glauben. Ja, eben weil das nicht im Kopf bleibt. Und genauso sieht es zum Beispiel auch hier aus. Dann haben wir Crusadia Testament. Crusadia ist ja auch so ein Thema, wo ich sage, okay, es gibt so ein paar Monster von Crusadia, die sehen voll geil aus. Und dann gibt es wieder ein paar, die sind nicht so meins.
Aber speziell die Zauber- und Fallenkarten von Cresselia sind wieder voll überladen, absolut übertrieben. Ich glaube aber auch, dass es da ein oder zwei Ausnahmen, speziell auch bei den Traps gab, die etwas besser aussahen. Und was hier auch sehr, sehr stark fehlt, ist so häufig der Mittelpunkt der Karten. Der Mittelpunkt der Karte, das ist ein ja, bestimmter Eyecatcher im Artwork, da, wo das Gehirn dann so eine Verknüpfung quasi draus macht. Ah, das ist die Karte. Ne? Bei Rare Gold Armor ist natürlich klar, das war halt eben die Rüstung selber. Es gab ja nicht mehr zu sehen. Hier gibt es diesen Mittelpunkt tatsächlich auch. Das ist er hier. Ne? Da steht so ein bisschen im Mittelpunkt. Das ist okay, das hat die Karte. Aber nichtsdestotrotz ist sie abgesehen davon viel zu sehr überladen. Man hat hier diese Monster stehen, ja, was auch soweit okay wäre. Aber hier der Background, das was hier oben passiert, das ist wieder viel zu viel. Es ist viel zu viel. Und dann stellt euch mal vor, dann gibt es solche Karten auch noch mit einem Secret Ray-Effekt, wo die komplette Karte glitzert. Da kommst du doch komplett durcheinander. Das erkennst du doch gar nicht mehr. Ne? Das ist doch... Und das ist auch so eine Sache. Ich habe leider kein holographisches Beispiel dafür hier. Aber früher war es auch zum Beispiel so, dass bei manchen Karten nur bestimmte Teile der Karte holographisch waren. Zum Beispiel, ich glaube, bei der mystischen Lampe, die kennt ihr vielleicht, die gab es ja aus dem Retro-Pack in Secret Rare, da war es, glaube ich, nur die Lampe selber, die diesen Secret Rare-Effekt hatte, der Rest war kamen gehalten. Ne? Optimal wäre es dann zum Beispiel hier, wenn man sagen will, okay, nur hier links und rechts diese komisch grünen, ich kann es gar nicht erkennen, was das sein soll, und vielleicht er hier in der Mitte hat den Secret Rare-Effekt und der Rest ist kamen. So. Das wäre natürlich dann zum Beispiel als holographische Karte optimal, weil man da einfach nicht zu sehr überansprucht wird. So, das Gehirn einfach nicht beansprucht wird. Heutzutage ist es ja so, die knallen den Siegschutz-Effekt da über das komplette Bild. Ne, bei manchen Raritäten sogar über die komplette Karte. Ich erinnere nur an dieses grauenvolle Platinum Secret Rare. Da gab es doch mal zwei Tinboxen. Da haben sie den buntäugigen Pendeldrachen und irgendeinen Bujin-Affenkönig, was weiß ich, haben sie doch dann diese Rarität gemacht. Furchtbar, grauenerregend. So grauenvoll, das war... Deswegen habe ich mir auch immer Sorgen gemacht, als damals die Starlights rauskam, dass das auch so ist. Aber bei denen haben sie es ganz gut gemacht. Das sieht okay aus, will ich nichts sagen, okay? Diskussion Ende. Aber so, was den Rest betrifft, es ist wirklich, wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig und wenn dann auch noch zum Beispiel bei holographischen Karten so dieser komplette Secret Ray-Effekt über die Karte gehauen wird, wo dann vielleicht nur der Mantel da hinten kamen ist oder die Schuhe und der Rest ist wirklich komplett Secret Rare, dann ist das einfach zu viel. Genauso sieht es auch hier aus. Das hier ist jetzt noch wenigstens ein bisschen besser, da kennt man wenigstens auf Anhieb, was passiert. Das ist ja so ein Autorennen, aber auch hier zu viel Design, es gibt überhaupt keinen Mittelpunkt bei der Karte. Man könnte jetzt sagen, ja doch, hier, das hier, aber nee, das gehört für mich, also wenn ich mir die Karte angucke, mein Gehirn macht daraus ganz simpel den Hintergrund. Also Hintergrund und das ist nicht abgetrennt. Es ist nicht abgetrennt. Man könnte das vielleicht mit einem holographischen Effekt, könnte man das noch machen, wenn man sagt, das ist eine Secret Rare oder eine Ultra Rare, dass halt nur die ganze Bahn hier schillert und der Rest ist kamen, dann könnte man dem Gehirn, sag ich mal, noch suggerieren, okay, das hier ist der Mittelpunkt der Karte, dann könnte ich mich da noch drauf einlassen, aber so als Kamen sehe ich hier keinen Mittelpunkt und es ist überladen und es ist mal abgesehen davon auch komplett langweilig, wir haben ja FA Kreis Grand Prix und gut, ich meine, das Thema hat mich ohnehin noch nie wirklich gecatcht, aber versteht ihr, was ich meine? Richtig, richtig furchtbar. Und jetzt möchte ich euch einfach mal nochmal ein paar Oldschool-Karten zeigen, drei Stück, bei denen das eben genau umgekehrt ist. Die erste Karte ist Rare Gold Armor, die haben wir eben gerade schon gesehen. Ich sag's gern nochmal, die ist schön minimalistisch, es gibt schöne Verzierungen am Schwert und an der Rüstung, aber es ist halt nicht zu viel und der Background ist einfach simpel gehalten. Es ist ein schwarz-dunkelblauer Background mit ja, so einer gestrichelten Textur, die einfach cool aussieht. So, und recht simpel ist. Und die Karte bleibt im Kopf und die sieht wunderschön aus. Das ist ein sauschönes Artwork. Und wenn das eine Ultra Rare von damals gewesen wäre, kann ich euch garantieren, dass wahrscheinlich die Goldelemente der Rüstung holographisch gewesen wären und vielleicht noch der Background, aber das wäre es gewesen. Die ganzen weißen Panzerelemente und auch die Klinge wahrscheinlich die und auch der Umhang hier unten wären wahrscheinlich kamen gewesen. Und auch durch diese Art dieser holographischen Aufteilung, sage ich mal, welche Teile der Karte holographisch sind und welche nicht, dadurch lässt sich natürlich auch sehr, sehr häufig, ich sag mal, ein vielleicht in
ja, in einem gewissen Grad overdesignte Artworks wieder so ein bisschen ausgleichen, so ein bisschen retten, wenn man so möchte. Ne? Die zweite Karte ist zum Beispiel die Reißzähne aus Legend of Blue Eyes White Dragon. Ne? Ganz minimalistischer Hintergrund, ob der jetzt cool ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Der ist, mir persönlich gefällt, der ist der Background nicht unbedingt, da hätten sie vielleicht was anderes machen können. Aber egal, und dann hast du hier halt diese Fangzähne. So, und jeder erkennt es. Man guckt hin, sieht, oh geil, die Fangzähne mit den goldenen Eckzähnen oder den gelben, je nachdem. Und boah, das sieht doch nice aus. Ne? Da gibt es kein Overdesign. Das ist ganz simpel, ganz schlicht gehalten, so wie man es sich vorstellt. Man ist nicht überfordert hier. Schnappstahl, das ist zum Beispiel so eine Karte, da erkennt man eine Situation drauf. Ne? Das haben wir ja auch bei modernen Karten häufig, zum Beispiel wenn es wieder um irgendwelche Dark Ruler Karten geht, wo dann dieser Hades abgebildet ist, der irgendwie so ein Skelett anbrüllt oder was weiß ich. Das sind auch solche Situationen, aber hier haben wir es doch so, man erkennt, was drauf passiert. Du hast hier zwei Leute, der Hintergrund ist sehr cool gemacht tatsächlich. Schnappstahl und hinten auch so Stahlfarben, sehr, sehr cool, so ein bisschen an den Namen angelehnt. Und man sieht eindeutig, hier wird was geklaut. Zwei Personen im alten Stile gezeichnet, und aber man, es ist nicht overdesigned. Es ist nicht overdesigned. Man erkennt auf einen Blick, was auf dieser Karte passiert. Und das ist die Krux, und das ist heute nicht mehr so. Natürlich muss man auch sagen, ja, auch damals gab es schon etwas komplex oder komplexer designte Karten. Da habe ich hier auch ein Beispiel rausgesucht. Gibt es tatsächlich auch als holographische Karte, und zum Beispiel dieses ekstatische Funkendreieck. So speziell bei den amazonischen Karten gab es auch früher schon mehr Sachen, wo so ein bisschen mehr drauf zu sehen war. Auch aus Phoenix Guardian gibt es Karten, wo ein bisschen mehr drauf zu sehen ist. Aber selbst da haben sie es geschickt gelöst und haben der Karte zumindest einen Mittelpunkt gegeben, einen Eyecatcher, der die Karte auf den ersten Blick wiedererkennbar macht. Hier zum Beispiel beim eckstatischen Funkendreieck ist es dieser Teil hier. Na, und selbst wenn man den nicht hätte, man erkennt sofort, was drauf passiert. Drei Harpien, die hier einen Zauber machen und was losschießen mit ein paar Blitzen und schwarzem Hintergrund. Da kann man sich natürlich auch streiten und sagen, okay, ist jetzt auch ein bisschen overdesigned, und da gebe ich euch auch recht. Sowas gab es auch damals schon. Allerdings zum einen nicht so häufig wie heute. Heute dominiert das ja schon fast. Und zum anderen, selbst wenn es ein bisschen overdesigned war, war es das nicht so schlimm wie heute. Jetzt möchte ich aber auch noch eine Lanze für die heutigen Artworks brechen, speziell auch im Spell- und Trap-Bereich. Denn ich habe mich jetzt ja gerade über das Overdesign und so weiter beschwert, es gibt keinen Mittelpunkt. Aber natürlich gibt es auch hier Lichtblicke, Ausnahmen von der Regel. Auch hier gibt es Zauber- und Fallenkarten, die wirklich hübsch sind, die nicht überladen sind. Und wenn sie mal ein bisschen overdesigned wurden, es wirklich einen Mittelpunkt gibt, so ein Eyecatcher gibt, wo man sagen kann, ah okay, das ist die Karte hier. Habe ich dann doch noch einen Wiedererkennungswert. Da habe ich euch auch drei Stück mitgebracht, die ich euch jetzt zeige. Und das eine ist eine Ritualzauberkarte, nämlich der Urschrei. Das ist die Ritualzauberkarte von, oh Gott, wie hieß sie nochmal? Leuchtender Vogel der Gerechtigkeit. Irgendwie so, war eine coole Ritualmonsterkarte aus Maximum Crisis. Und die Karte hier ist zum Beispiel auch auf der einen Seite sehr detailliert gezeichnet. Wir haben hier zum einen dieses Monster, klar. Wir haben hier hinten im Hintergrund Wald und Fels und so. Aber, und das ist die Sache, zum einen finde ich es generell gar nicht so sehr überdesignt. Das ist eher so Mittelmaß. Auf der anderen Seite haben wir hier durch diese Lichtstrahlen, ihr seht ja, die Seiten rechts oben, links unten sind abgedunkelt, eben weil ja von hier so ein Lichtstrahl in diese Höhle fällt, und dadurch ist das hier so ein richtiger Eyecatcher, so ein richtiger Mittelpunkt. Und über diesen Mittelpunkt haben wir nochmal einen, und zwar das Monster selber. Hier haben wir wirklich eine Zauberkarte, die wirklich, wirklich schön aussieht. Das könnte ich mir zum Beispiel, wenn wir das mal ein bisschen zurückdenken, wäre das hier jetzt, sagen wir mal, eine Ultra Rare gewesen aus irgendeinem alten Set, dann wäre das Monster hier holographisch gewesen, der Rest wäre Kamen geblieben, natürlich noch die Ultra Rare Schrift, und das hätte Bombe ausgesehen. Und auch als Kamen sieht das Bombe aus. Es ist ein wirklich schönes Artwork aus einem modernen, in Anführungszeichen modernen Set. Ich meine, Maximum Crisis ist ja mittlerweile auch schon etwas älter, aber ich denke, wir wissen alle, was ich meine. Dann haben wir noch eine Karte, und zwar Schwarzer Peter. Schwarzer Peter ist eine richtig, richtig coole Karte. Die hätte genauso gut auch irgendwie ultra super rare aus Labyrinth of Nightmares kommen können vom Design her. Wir haben hier zwei Hände, richtig schön auch im alten Stile designt, die hier Karten halten, Karten ziehen, wie auch immer. Wir haben auch hier unten Karten liegen, die wir auch, also ich kann es jetzt hier gerade aus der Entfernung nicht erkennen, ich bräuchte eigentlich eine Brille, habe sie gerade nicht auf.
Und auch der Background ist wieder so im alten Stil gehalten. Er ist zwar ein bisschen heftiger, ein bisschen, wie sagt man, also nicht ganz so minimalistisch wie bei alten Karten, aber geht schon wieder stark in diese Richtung. Es ist halt kein Schlachtfeld, keine Gebäude, sondern es ist einfach nur ein Farbspiel, so ein Farbstrudel, wenn man so möchte. Etwas halbwegs Minimalistisches, und hier kennt man auch sofort, was passiert, und es ist toll und es sieht einfach wunderschön aus. Wäre das eine holographische Karte, hätte ich zum Beispiel den Hintergrund holographisch gemacht und die Hände und die Karten kamen gelassen. Als Secret Rare zum Beispiel, das hätte die nochmal richtig in den Vordergrund gerückt. Super Sache. Ja, ich küsse den Fuß von dem Designer. War zwar gerade cringe, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann haben wir noch ein Beispiel dafür, und das ist zum Beispiel das Weltvermächtnis. So, das ist, glaube ich, auch irgendwas, das war Weltkelch, glaube ich. Die sind auch irgendwie mit Crusader und so, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, glaube ich, eine Weltkelch-Spellcard. Und hier hat man auch wieder etwas Wunderschönes, ein minimalistisches Design. Wir haben hier zwar keinen einfach schwarzen Hintergrund, sondern prinzipiell eine Landschaft, die wir ja hier unten sehen mit einem Sternenhimmel. Aber dadurch, dass es eben hauptsächlich ein Sternenhimmel ist, kann man schon fast sagen, dass es ein minimalistischer Hintergrund ist. Die Karte ist generell recht minimalistisch designt. Man hat hier im Vordergrund als Eyecatcher zum einen dieser Lichtstrahl, der hier nach oben geht, der wunderschön aussieht, und dann eben diese beiden Monster. Wundervoll. Einfach wundervoll. Ne? Hier würde es sogar passen, wenn man entweder alles Secret Rare macht, das würde sogar gehen, oder halt zum Beispiel nur die zwei kleinen Monster und den Lichtstrahl oder so. Würde Bombe aussehen. Und das Kamen sowieso. Wäre bestimmt auch eine schöne Rare oder sowas. Also ganz, ganz großes Kino, ist eine wunderschöne Karte aus der modernen Zeit. Aber das sind und bleiben leider Gottes die Ausnahmen. Bei Monsterkarten ist das besser geworden. Es gibt sehr viele Monster, die auch sehr detailreich gezeichnet sind, aber halt wahnsinnig gut aussehen trotzdem. Bei Monstern haben sie es irgendwie hingekriegt, dass es nicht so schlimm ist. Also nicht mehr so schlimm. Es war mal etwas, naja, einfallslos eine Weile lang. Aber mittlerweile machen sie wieder richtig, richtig coole Karten, wieder richtig, richtig düstere Karten. Und das gefällt mir einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich finde es total toll. Nur eben bei den Spell und Traps, da müssen sie wirklich noch nachlegen. Konami, bitte macht mehr sowas. Macht mehr solche Sachen. Geht wieder zurück zu euren Anfängen. Bitte, es ist so, so toll gewesen. Und solche Karten zu sehen, solche wunderschönen Sachen, das ist einfach ein Augenschmaus. Ganz ehrlich, ich meine, guck mal. Jetzt mal ehrlich. Welche Karte bleibt hier wohl eher im Kopf? Welche Karte ist hier wohl schöner? Hier steckt definitiv mehr Arbeit drin. Hundertprozentig. Aber hier haben wir mehr davon. Ja, meine Freunde, ich für meinen Teil wünsche mir einfach von Konami, dass sie sich wieder auf gewisse Werte besinnen. Dass eben die Artworks wieder etwas minimalistischer werden, dass man hier wieder einen Wiedererkennungswert hat und auch einfach was fürs Auge da ist. Das hier sind übrigens die Päckchen, in denen ich meine Oldschool-Karten aufbewahre, bis sie gesleeved und in Ordner gepackt werden. Also die Oldschool-Commons und Rares. Und ich hoffe, dass es hier sich so ähnlich entwickelt wie bei den Monsterkarten damals, dass wir einfach wieder mehr Karten bekommen, die einfach im Kopf bleiben, sag ich mal, und eben mehr ein Genuss fürs Auge sind. Was ist eure Meinung zu dem? Was ist... Erstmal Bulldog vorbeigefahren. Nochmal, was ist eure Meinung zu dem Thema? Hat es euch gefallen, das Video? War es für euch informativ? War es unterhaltsam? Was denkt ihr zu dem Thema? Mich würde es wirklich mal interessieren. Ich werde demnächst auch nochmal einen Sammelkartencheck zum Thema Printqualität machen. Das wird auch nochmal lustig. Wir sehen uns dann eben zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.